Ötzi Bike Akademie besteht auf einer Seite das Guide, also mir als Leiter, und auf der anderen Seite die Hotel. Und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, ja, das ist das, was ich machen will. Das ist wirklich mein Beruf. Gelernter Schreiner, habe die Lehre angefangen als Schreiner. Irgendwann ist dann das Mountainbiken dazugekommen. Wir haben jedes Jahr Rennen hoch zur Natur unserer Alm. Das sind ungefähr 15 Kilometer, 1500 Höhenmeter Unterschied. Aber ich habe da schon eine Streckenzeit stehen, die eigentlich relativ gut ist. Das waren 58 Minuten für die 1500 Höhenmeter. Ich habe schon kleiner immer mit zwei Rädern, Vespa, Enduro und alles Cross, alles gehabt, was man so haben kann. Bei uns in Südtirol sind da immer so praktisch Autorennen. Gewonnen habe ich hier das meiste gehabt. Ich bin passionierter Bergsteiger, Wanderer, Skitourengeher. Ich gehe seit 35 Jahren in den Bergen und da sammelt sich so im Kopf oben ziemlich viel Tourenmaterial zusammen. Und das wollte ich jetzt mal loswerden. Zuerst mal bei uns die höchsten Berge, von Ortler, Königspitze, Mont Blanc. Irgendwann ging es dann nach Georgien, auf den Elbrus, höchster Berg von Europa, der Aconcagua, das ist der höchste Berg von Südamerika, sechsmal Nepal. Viele Gäste fragen mich eben, warum ich so lebe, warum ich das mache. Ja, weil ich so leben muss.